Hallo, im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie meine Zwillingsschwester gestorben ist. Und mit diesem Video habe ich mich auch ziemlich angreifbar gemacht, denn es haben sich ganz, ganz viele Meinungen unter diesem Video in den Kommentaren getummelt und ganz viele bewegende Worte, positive Worte und mitfühlende Worte. Aber auch ganz viele Stimmen, die da Themen angesprochen haben, um die es überhaupt nicht ging. Und das war mir bewusst, dass es kommt und dass es immer Menschen geben wird, die alles hinterfragen und kritisch sehen. Letztendlich ändert es nichts an meiner persönlichen Situation, dass ich mein Leben, mein zukünftiges Leben einfach ohne meine Zwillingsschwester durchleben muss. Wie das Ganze so ist, mit so einem Verlust klarzukommen, möchte ich gerne irgendwie versuchen, anhand von diesen Videos hier so ein bisschen zu verdeutlichen. Und ich bin Mutter, ich muss für mein Kind da sein. Ich muss einfach natürlich auch mein Leben weiterleben. Wie schwer oder nicht schwer das sein kann, versuche ich einfach so ein bisschen bildlich festzuhalten. Das hier soll so ein kleiner Zusammenschnitt davon sein, wie so die erste Zeit war. Und dass wir ganz viel Zeit auch draußen verbracht haben, in der Natur und jeder Sonnenstrahl, jeder Windstoß, jedes Blatt, was vorbeifliegt. Alles hat mich intensiv an meine Schwester erinnert und ich habe mich dadurch ihr sehr nahe gefühlt und fühle es auch immer noch. Ich hoffe einfach, es kommt so ein bisschen an, wie es uns geht, wie ich mich fühle. Und ich hoffe, ich kann noch mehr davon preisgeben. Und es interessiert Menschen, wie man mit so einem Verlust irgendwie klarkommt, ohne sich zu verlieren und ohne den Blick auf das Wesentliche zu verlieren. Daher wünsche ich euch ganz viel Spaß hier beim Zusehen der kleinen Dinge, die wir versuchen zu schätzen zu wissen. Ja, du schaffst das. Du musst dich nur ein bisschen beeilen. Manchmal muss man auch einfach nur an sich glauben und dann kann man alles schaffen, ne? Deswegen habe ich ganz viel gegessen. Heute? Ja, ich habe heute ganz viel im Kindergarten gegessen. Deswegen bist du so stark. Ja. Mama, ich bin eine süße Kostelefant. Das glaubt die Butter alle auch. Guck mal, was ich kann. Das Huhn, das Huhn. Ja. Zwei mal. Hallo. Drei Mama. 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 Was? Warum bin ich ein Angeber? Was habe ich gemacht? Du alter Angeber und du alte Mama. Ich stehe jetzt gerade in dem ehemaligen Kinderzimmer von meiner Schwester. Also, sie hat alleine gewohnt. Sie hatte eine Wohnung seit 4 Jahren. Und auch davor hat sie schon in einer anderen Wohnung gewohnt und so weiter. Aber hier in dem Raum, wo ich gerade stehe, das ist ihr ehemaliges Kinderzimmer bei meinen Eltern zu Hause. Das ist jetzt mittlerweile ein Spielzimmer, ein bisschen Wäschezimmer und so geworden für meinen Kleinen. Ja, es ist schon irgendwie ein komisches Gefühl. So klar, es ist halt einfach gar nicht mehr ihr Zimmer. Es sieht ganz anders aus, aber ich habe das jetzt gerade gesehen. Hier ist auch noch ein Elefant und ich kenne den so gar nicht. Also ich habe den noch nie bei ihr gesehen, aber meine Mama hat erzählt, dass das einfach der Elefant war, den sie sich noch so auf den Kopf gelegt hat. Also eine gute Stunde, bevor sie gestorben ist. Und das ist irgendwie so hart, das jetzt irgendwie zu sehen und es zu wissen. Hier steht auch noch eine Kiste mit irgendwelchen persönlichen Sachen von ihr. Ich habe auch ein Hemd an und ein T-Shirt, was ihr gehörte. Und
Ja, es riecht natürlich auch noch nach ihr. Und irgendwann wird es halt nicht mehr nach ihr riechen. Das macht irgendwie schon traurig und das ist in vielen Momenten auch noch sehr schwer. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai. Juli, Juli, August, Wetter und allen Dingen niemals bis Super, November. Hallo, wir sind gerade auf dem Weg, mein Papa und ich, zu einem wichtigen Termin, der auch sehr kurzfristig gemacht wurde, weil ich jemanden kannte und irgendwie über Vitamin B ist dann immer noch ein bisschen einfacher an so Facharzttermine zu kommen, beziehungsweise ist es jetzt ein Termin für ein MRT. Ich war letzte Woche Montag erst bei einer Neurologin, wo meine Venen auf der linken und der rechten Seite kontrolliert wurden anhand eines Ultraschalls und da war auch alles unauffällig, weil sie hat sich halt die Venen angeguckt, die irgendwie häufiger dazu führen, dass Leute oder dass es dazu führen würde. Sie hat sich die Venen angeguckt, wo es häufiger dazu kommt, dass Aneurysmen entstehen und da hat sie mir erstmal so den Wind aus den Flügeln genommen und da war alles in Ordnung. Und wie gesagt, ja, jetzt sind wir auf dem Weg zum MRT. Ich habe das auch schon mal gemacht, ist aber locker schon 15 Jahre her. Also ich glaube auch zuletzt irgendwie mit 14 oder so, ich weiß es nicht mehr so genau. Genau, aber das ist ja eine Sache von ein paar Minuten, das will ich schon irgendwie packen. Und ich denke sehr positiv, dass alles negativ ist in dem Sinn und kein Ergebnis positiv. Ne? Und voll traurig, dass kein Baby tot ist. Ja, ich finde das auch sehr traurig. Ich fand das sehr, sehr traurig, als die Dinos noch waren. Ich fand das noch ganz, ganz traurig, als Tante's Baby das erste Mal gestorben ist. Ja, man stirbt ja auch nur einmal, ne? Ja. Leider. Warum man nur einmal stirbt? Ja. Ja, weil du kannst ja nicht, also du wirst ja nicht einfach wieder wach, wenn du tot bist. Dann bist du halt einfach wieder, dann bist du einfach tot. Und wachst nicht mehr auf, kommst nicht mehr zurück. Sonst wäre ja Tante Daisy schon wieder da. Hey! Ja, irgendwie ist es so verrückt. Letzte Woche ging es mir eigentlich ganz gut und ich dachte so, wow, ich krieg das irgendwie alles ganz gut hin. Und mein Leben, der Alltag mit Arbeit, Kind, Haushalt und alles, was dazugehört. Doch dann hat es mich einfach gestern schon wieder so erschlagen. Gestern war der 22.10. und das ist der Tag, der vor 2 Monaten der Tag war, an dem meine Schwester einfach gestorben ist. Und es hat mich dann halt wieder einfach so runtergezogen. Ich war dann einfach wieder so unglaublich traurig, weil ich mir Bilder angeguckt habe, weil ich halt einen Text geschrieben habe und über sie geredet habe und intensiv an sie gedacht habe. Und ja, dann habe ich halt einfach wieder so doll geweint, dass ich in dem Moment zum Glück auch nicht alleine war und einfach von meinem Freund in den Arm genommen wurde. Und ja, also man merkt halt einfach, die Trauer kommt in Wellen, sie ist mal stärker und mal schwächer. Meine Gedanken sind ganz, ganz oft und auch jeden Tag bei meiner Schwester. Natürlich nicht 24 Stunden, aber trotzdem denke ich viel an sie. Und es fühlt sich gut an, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass sie mir nahe ist. Aber irgendwo schmerzt es halt auch, weil ich mir so viele Sachen vorstelle, die halt jetzt einfach nicht mehr passieren können. Außerdem weiß ich halt auch für mich, ich bin ein sehr glücklicher und freundlicher Mensch. Ich sehe so viele Dinge oder versuche sie positiv zu sehen
und irgendwie immer das Beste aus jeglichen Situationen zu machen. Und auch mein Lachen, mein Strahlen nicht zu verlieren. Und das haben auch so viele jetzt in der Vergangenheit zu mir gesagt, dass ich das versuchen soll. Und meine Gedanken waren jetzt halt auch die, dass natürlich niemand weiß, was mir passiert ist und warum ich vielleicht auch einfach mal grimmig oder traurig aussehe. Und ich mir manchmal wünschen würde, ich hätte irgendwie so ein T-Shirt an oder es würde wie so ein Schild an meiner Stirn stehen, dass meine Schwester gestorben ist. Meine Zwillingsschwester, und dass ich da irgendwie erstmal mit klarkommen muss. Dementsprechend fällt es mir so schwer, meine Trauer manchmal nach außen zu tragen. Vielmehr fällt es mir halt leichter, darüber zu sprechen. Mit meinen engsten Vertrauten, mit Menschen, die mir einfach nahestehen. Und trotzdem halt mein Lächeln nicht zu verlieren. Auch wenn das jetzt hier gerade nicht ganz so echt ist, weil man darüber redet, dass man glücklich ist. Ist man dann wirklich glücklich? Ja, es ist, wie es ist. Einfach eine Achterbahnfahrt. Let's go! Los! Du bist zuerst dran. Ich bin zuerst, weil du verloren hast, okay. Dann habe ich aber dafür habe ich 6, 7, 8, 9, 10. Bist du dir sicher? 1, 2, 3, 4. Glaube ich.